Knoten wird er herfahren, wird sich dementsprechend aufstellen, dass er nicht im Weg ist. Und dann der Mann mit der erst mal die Einsatzstelle besichtigen. Normalerweise wird er beide Teile, also sprich hier den Unfall mit der einen Person und aber auch das hinter mir erkunden. Er wird jetzt aber, wenn wir sagen, das nur praktisch diesen Teil bearbeiten mit dem mit den zwei PKWs und der andere Teil erst später. Gleichzeitig wird ja also, wenn jetzt dieser Unfall Realität wäre, würde es so laufen, dass die Feuerwehr Schemaich alarmiert wird, dass die Feuerwehr Böblingen immer zusätzliche Spezialfahrzeuge alarmiert wird zur Sicherheit und die hätten auch nochmal zwei Geräte mehr mit drauf, die mir. Und es soll auch so sein, dass normalerweise in diesem inneren Radius von 5 Meter um das Fahrzeug nur Notarzt, der Rettungsdienst, der Gruppenführer und der Angriffstrupp normalerweise tätig sind. Außer es gibt zusätzlich noch Bedarf an zusätzliche Arbeit und da muss man natürlich etwas aufstocken. Aber das hat auch damit zu tun, dass es um das Auto relativ geordnet zugeht und dass nicht irgendwann mal alles hin und her rumliegt und irgendeiner drüber fällt. Ja, also die von den drei Personen sind durch die Unfalllage
Ich fordere zwei Personen natürlich dementsprechend eingeklemmt und eingeschlossen. Und die dritte Person hat man kennen über die Heckklappe, ohne dass die Person eingeklemmt wäre, sich einfach aus dem Fahrzeug rausretten. Die wird gleich im Rennen. Also, ich habe gerade gehört, dass der eine Lautsprecher irgendwie nicht tut. Jetzt müssen wir uns halt mit dem einen behelfen und den halt lauter machen. So, wenn jetzt während die Einsatzstelle abgesichert wird und der Erstzugang erledigt ist, kommen wir dann zum Schritt 3. Diese Zeit wird in der Regel von der Feuerwehr genutzt, um sich das alles mal anzugucken und sich dann dementsprechend einen Plan zu machen, wie man nachher die Person rausholen möchte. Jetzt muss man bei solchen Dingen immer eins wissen, den Plan haben wir meistens, aber manchmal spielen uns dann einfach die Gegebenheiten fort, ein Streich. Und wir können dann unter Umständen, so wie man es zuerst gedacht hat, es funktioniert dann nicht hundertprozentig. Und dann muss man dann während der Maßnahme sich eventuell nochmal einen anderen Weg überlegen, weil der erst eingeschlagene Weg so nicht wegtoolet und dann erst die Möglichkeit hin, das zu trennen. So, Sie sehen jetzt auf der gelben Folie hier den Stablegeplatz für die Sicherstelle, wenn es nötig wäre. Auf der roten Folie liegt alles Gerät, das eventuell für eine technische Rettung benötigt wird. Sie haben jetzt gesehen, dass bei den Arbeiten an der Person darauf geachtet wird, dass der Person drinnen. Bei einem normalen Verkehrsunfall, einsatzmäßig, würde man natürlich nur das tun, was wirklich nötig ist, um die Person rauszubekommen. Wir machen heute, so wie ich es annehme, ein bisschen mehr. Das heißt also, man schneidet dann einfach nur das Dach runter, einfach damit man mal sieht, was alles machbar und möglich ist. Also jetzt sind wir beim Schritt 4 gewesen, und zwar ist das die Befreiung dann von der Person. Um die dritte Person aus dem Fahrzeug zu retten. Das Rettungspotenzial. Sehr gute Möglichkeit. Sehr gute Möglichkeit, um jemand relativ enger, aus engem Raum zu retten und das zum gut nicht. Ab nochmal zu. So, jetzt probieren wir mal stehen mal näher zum Sektor, vielleicht gibt es dann keine Unterbrechungen mehr. Also nur mal zu dem Rettungsplatz kommen.
das ist eine sehr gute Möglichkeit, um aus engem Raum, niemand ohne große Verbindungen und ohne große Technik zu müssen, sauber und glatt rausbringen, um das relativ rückgeschonend, wirbelsäulenschonend zu machen, weil dort dementsprechend das sind keine Folgeschäden zusätzlich durch die Rettung zu bekommen. Beim LKW ist es jetzt so, das erste und wichtigste ist natürlich jetzt einmal, dass das dann praktisch auch dementsprechend zügig dann rettungsdienstlich bearbeitet wird. Hier ist es natürlich jetzt auch notwendig, dass der Einflussdruck mit der Achse außer den Rettungsdiensten übergeben. Das heißt also, wenn man das jetzt mal so kurz und schnell wegkommt, hat jetzt relativ sauber sie rauszubekommen. Weil durch die ganze neue Werkstoffe, die eingebaut werden, zieht sich das unheimlich hin.